Hallo Leute und willkommen zurück hier bei der Pokémon Gelben Edition. Ja, wir sind in der letzten Folge in Lavandia City endlich angekommen, haben da noch Gary auf dem Geisterturm besiegt und jetzt geht es Richtung Prismania City über Route. Ich weiß nicht wie viel, aber jedenfalls haben wir hier ganz viele Trainer wieder. Welches Pokémon ist süß, pummelig und kuschelig? Relaxo. Auf jeden Fall pummelig und ich wette kuschelig auch. Okay, mit Pipi hätte ich auch nicht gerechnet. Na gut, probieren wir mal, wie viel Doppelkick abzieht. Ja, doch schon ordentlich. Könnte sogar reichen. Wenn nicht gerade so, naja, gut. Der zweite war nicht ganz so stark. Aber ein Tackle einfach hinterher und dann hat sich die Sache auch schon erledigt. Ja, wie ihr seht, falls ihr es von der letzten Folge noch im Kopf habt, Nidorino war eigentlich nicht an erster Stelle. Ich habe Pikachu einmal ein bisschen nach unten gesetzt, weil Nidorino ist ja ein bisschen schlechter als alle anderen, was das Level angeht. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir es auf unserer... Tja, und es schläft. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir es ja nicht benutzt haben, benutzen konnten, weil wir Blutzug wegen Blitz dabei haben mussten, als wir durch den Felstunnel gegangen sind. Naja, gut. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Und die erste ist besiegt. Hör auf! Sei nicht so grob zu, mein Pipi! Entschuldigung? Das war auch nur fast ohne Absicht. Nur fast, wie gesagt. Naja, egal. Freunde, was passiert so in letzter Zeit, abgesehen davon, dass hier Pokémon läuft, dass von Lizzie Tell Me Why angelaufen ist, dass ab und zu mal wieder ein paar mehr Streams kommen und wir jetzt in der neuen Wohnung sind? Tja, meine Festplatte hat einen Arsch hochgemacht. Meine große Speicherfestplatte. Und ich scheine es jetzt halbwegs repariert zu haben, indem ich das ganze Ding einmal formatiert habe. Aber es hat die ganze Zeit aktive Zeit auf 100% gehabt und dann hat sie gar nicht mehr reagiert. Ich erzähle gleich weiter. Ich bin ein weit herumgekommener Glücksspieler. Ja. Genau. Und dann ging erst überhaupt nichts mehr. Immer wenn ich da irgendwas machen wollte, hat das Ding komplett gestreikt. Angefangen hat das ja mit der 5. Folge von Evil Within The Assignment, wenn ihr euch daran erinnert, falls ihr das auch gesehen habt. Naja, und jetzt ging es halt erstmal komplett nicht mehr. Inzwischen scheine ich das halbwegs, wie gesagt, repariert zu haben mit der Formation, mit der Formatierung. Formation, auch nicht schlecht. Und glücklicherweise läuft die gelbe Edition über einen anderen... Über die andere Festplatte. Es ist nicht die Systemfestplatte, glücklicherweise, sonst könnte ich das hier gar nicht mehr benutzen. Es ist nur die Speicherfestplatte gewesen. In dem Sinne eigentlich Glück im Unglück. Die ist auch schon ein bisschen älter. Die ist nämlich noch aus meinem alten Computer. Die ist jetzt 8 Jahre alt, glaube ich, oder 7. Auf jeden Fall mindestens 7, wenn nicht mehr. Das war übrigens ziemlich doof, dass ich da einfach nur Tackle eingesetzt habe. Ich hoffe, Hornattacke reicht. Aufgrund der, ja, niedrigen Verteidigung des Vulpix. Sehr schön. Oh, den Jackpot habe ich noch nicht geknackt. Ja. Und jetzt heißt es erstmal, eine neue Festplatte besorgen, was hoffentlich eher bald als spät geschieht. Um zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie. Ja, zusätzlich zu diesem Festplattenproblem bei mir, gibt es dann noch ein LED-Problem bei Lizzies neuem PC. Durch unseren Umzug haben die nämlich irgendwie auch einen an der Klatsche bekommen. Lizzies PC, ich weiß nicht, ob ihr das jemals gesehen habt, hat ja diese pinken LEDs, beziehungsweise halt LEDs, und Lizzie hat sie auf pink eingestellt. Und die kann man in allen möglichen Farben einstellen. Und erst nach dem Umzug haben nur noch rot und grün funktioniert. Egal, welche andere Farbe man drin hatte, die LEDs vorn am Rechner waren immer rot oder grün. Dann ging es mal ein paar Tage und dann hat wieder die Farbe komplett zerschossen. Und inzwischen geht's gar nicht mehr. Und da muss Lizzies PC jetzt auch erstmal zum Arzt geschickt werden. Lizzies PC kommt ja von Case King, also muss einmal schön nach Berlin geschickt werden, der PC, um da die LEDs wieder zu reparieren. Das heißt, wir sind dann erstmal eine gewisse Weile komplett ohne PC, weil meiner zum Festplattendoktor geht und Lizzies zum LED-Doktor. Mal gucken, wie wir das Ganze machen. Ich hoffe, wir können noch genug produzieren, als dass ihr da genug zu schauen habt in der Zeit, wie... Ach, ich habe schon wieder nur Tackle. Ja... In der Zeit, wie unsere PCs nicht da sind. Aber drückt die Daumen, dass das funktionieren wird. Ich weiß gar nicht, welche Pokémon-Folge heute rausgekommen ist. Ich glaube, Folge
4 oder Folge 3. Also das heißt, die heute ist noch gut in der Zukunft, dass wir da gut vorproduziert haben. Zumindest was dieses Projekt hier angeht, auch wenn ich eigentlich parallel noch eins laufen lassen will, was ich gleich mal ausprobieren werde. Ich hab verloren, das ist nicht logisch. Ja, vielleicht ist es nicht logisch, aber es ist trotzdem passiert. Müssen wir testen, ob ich das schaffe, weil das müsste über die andere Aufnahme laufen, über die andere Festplatte laufen. Weil das wird was Anspruchsvolleres als Pokémon und das kann ich nicht aufnehmen und laufen lassen über dieselbe Festplatte. Geht nicht. Die Show macht Spaß, Pokémon zu trainieren, aber auch. So, dann hoffe ich doch, ich habe mit Glutex so eine relativ gute Wahl getroffen. Ah, Smogon. Ja. Geht auf jeden Fall schlechter, möchte ich sagen. Ah, geht aber auch besser. Naja. Muss, ne? Muss. Gut, was kann ich noch so erzählen? Ja, Umzug war schön. Ich habe ja glücklicherweise wirklich genug vorproduziert. Sogar Evil Within ging, ich glaube, 2 Tage länger als der Umzug. Aber ja, ich musste ein bisschen vorproduzieren, weil ich nicht mitten im Umzugsstress dann noch irgendwas Neues aufnehmen wollte. Ja, dazu jetzt noch das Problem mit der Festplatte. Okay, ich geh lieber zur Schule. Ja, dann geh doch mal. Aber es wird alles. Ich mag alle Nidoran sehr gerne, deshalb sammle ich sie. Ich schätze mal, wir kämpfen jetzt gleich gegen ein paar Nidoran. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Nidoran weiblich. Ja. Und dann wahrscheinlich gleich noch männliches hinterher. Ja. Wie gesagt, muss und wird auch klappen. Die Frage ist nur, wie schnell schaffen wir es genug vorzuproduzieren, als dass es für euch, euch treue Zuschauer, keine Wartezeiten gibt. Fragen über Fragen. Oh, ein Nidorina. So viel zu, sie sammelt alle, sie mag alle Nidoran. Hat aber nur die weiblichen. Na gut. Muss sie ja wissen. Wir haben halt wirklich das Glück, dass es nicht die Systemplatte bei mir war. So dass ich die auch ohne Probleme formatieren konnte. Und jetzt habe ich Steam auch wieder neu runtergeladen. Habe auch vorhin schon mit Fall Guys rumprobiert. Das funktioniert, aber das ist ja auch nicht das Anspruchsvollste. Hat zwischendurch geruckelt. Warum nur? Sache ist, ich bin aber auch gerade im WLAN und meine WLAN-Karte ist ganz schön alt. Mautzi ist so süß. Mautz, Mautz. Ja, meine WLAN-Karte macht nicht das, was es eigentlich hier an Durchsatz geben sollte. Deswegen muss ich auch unbedingt dieses Ding hier wieder an diesen PC an LAN anschließen, bevor ich hier irgendwas versuche hochzuladen, weil sonst... Ja, sonst muss ich den PC hier 3 Tage lang durchlaufen lassen. Das wird sonst nichts. Das ist echt unpraktisch. Was anderes kann ich dazu nicht sagen, außer unpraktisch, ganz ehrlich. Naja. Gut, wie geht's denn euch so? Was habt denn ihr so in letzter Zeit gemacht, während wir jetzt unseren Umzug gefahren haben? Ich saß das erste Mal an einem Sprinter. Einem sehr, naja, abenteuerlichen Sprinter, möchte ich es nennen. Dieses Ding war angeblich brandneu, hatte nur ein bisschen mehr als 300 Kilometer runter. Und hat aber echte Probleme gehabt. Beispielsweise die Handbremse. Wenn der Sprinter voll geladen war, waren wir trotzdem noch unter den 3,5 Tonnen. Logischerweise, mehr darf ich auch gar nicht fahren. Aber wir haben hier bei uns, wo wir jetzt hingezogen sind, haben wir ein kleines Gefälle, gegen das man sich halt stellen muss. Und voll beladen hat der Sprinter... hat die Handbremse des Sprinters nicht ausgereicht. Wir mussten tatsächlich, also auch mit Gang drin und allem drum und dran, mussten wir tatsächlich Ziegelsteine hinten unter die Reifen drunter legen, damit das Ding nicht wegrollt. Miau! Das war echt sehr, sehr abenteuerlich. So, machen wir mal Bisa Knosp nach vorne. Es mag ziemlich blöd aussehen, wie wir hier herumstehen. Ja. Deswegen, das war sehr abenteuerlich und dann auch immer auf der Autobahn hin und zurück, weil wir so viele Sachen hatten, vor allem im Keller an Sammelzeugs und so, dass wir da tatsächlich zweimal fahren mussten, 150 Kilometer ungefähr, immer schön über die Autobahn, aber ab 110 km/h hat das Ding immer angefangen, im Frontraum zu rödeln. Das hat
irgendwelche lauten Geräusche gemacht. Und je schneller du gefahren bist, je höher tourig das Ding geworden ist, desto lauter und penetranter wurde es. Es ist irgendwie so, als wäre da im... Also es war noch nicht im Motorraum, sondern irgendwie in der Front des Fahrerhäuschens. Wie als wäre eine lose Schraube irgendwo zwischen die Sachen geraten. Und wenn der Motor vorne alles antreibt, weil es eben schneller wird, weil es höhertourig wird, dass dann diese Schraube angefangen hat zu vibrieren. Und boah, es war so nervig. Wir haben insgesamt, und jetzt haltet euch fest, 666 Kilometer an diesem Wochenende gefahren für diesen Umzug, als wir den Transporter dann wieder zurückgebracht haben. Ein sehr satanischer Transporter. Kein Wunder, dass er solche Spacken gemacht hat. Naja, aber hat alles geklappt. Fast alles ist heile angekommen. Tatsächlich kaputt gegangen sind uns nur zwei Glasschüsseln aus der Küche. Ansonsten hat nicht wirklich was. Alles ein bisschen Kratzer und so, aber vor allem Glas und die große Spiegelfront von unserem Kleiderschrank, die haben überlebt, was ich sehr abenteuerlich finde und echt nicht damit gerechnet hätte. Und jetzt habe ich, glaube ich, auch genug Schwanks aus meinem Leben erzählt, beziehungsweise aus unserem Leben erzählt. Lizzie erzählt ja im Stream auch immer recht viel. Aber jetzt habt ihr es auch nochmal von mir im Pokémon Let's Play gehört. Und während ich hier mit unseren Pokémon die Trainer ein bisschen kalt mache, kann ich ja auch mal ganz gut irgendwas erzählen. Auch wenn es nicht ganz zum Thema passt, aber muss ja auch nicht. Ich benutze das hier sowieso ein bisschen als Quatsch-Let's Play. Und wem das noch nicht aufgefallen ist, ja... Sind wir mal ganz ehrlich, wem das nicht aufgefallen ist, ich glaube, der hat noch keine einzige Folge hiervon geguckt. Vielleicht mal eine, wo ich nicht ganz so viel erzählt habe, aber ansonsten bin ich hier ein Buch ohne viele Siegel. Weil ich aufgeschlagen überall rumliege und jedem meine ganzen Geschichten erzähle. Ja. Gut, hätten wir das auch. Müsste auch schon das fünfte Pokémon gewesen sein. Wir kommen echt gut durch die Trainer durch. Schau, was du getan hast! Ich habe deine Pokémon besiegt. Das passiert nun mal, wenn man schlecht ist, dass man besiegt wird. Ich fühle mich ein bisschen eklig. So, hier weiß ich, der hat auf jeden Fall Quapsel. Dementsprechend werden wir dem auch... Ich habe gerade überlegt, ob ich Pikachu nehmen soll. Okay, die Spiele mögen beginnen. Aber dieser Knosp braucht ein bisschen mehr Zuwendung. Pflanze können wir nämlich in dem nächsten Spielgebiet, wo wir jetzt bald reingehen, nicht so wirklich gut gebrauchen. Deswegen sollten wir da die Chance nehmen, die wir noch kriegen. Elektro ist effektiver gegen alles Mögliche als Pflanze. Und Pflanzentrainer wissen das. Ich trainiere auch gerne Pflanzen-Pokémon. Ich mag Pflanzen-Pokémon. Vor allem Bisasam ist mit eins meiner liebsten Pflanzen-Pokémon. Satzenia finde ich auch ganz toll. Bin ich ganz ehrlich, Satzenia habe ich sehr lange in meinem Team gehabt. Das erste Mal, als ich die blattgrüne Edition gespielt habe. Also, logischerweise das Remake von der ersten, habe ich auch ein Satzelia im Team gehabt. Und das war mit mein ganzer Stolz, weil das hat alles mit weggeräumt. Satzelia, Arctos, mein Turtok. Och, ich weiß nicht mehr, was ich noch so dabei hatte. Auf jeden Fall, ein sehr schönes Team hatte ich da. Ich bin sehr stolz und schade, dass ich weiß gar nicht, ob ich das noch habe vielleicht sogar. Ich weiß nur, dass meine Smaragd-Edition irgendwann die Hufe hochgemacht hat. Wegen der internen Batterie, die leer gegangen ist. Was ich immer noch richtig kacke finde, dass das so... Naja. Weiß nicht. Ja. Interne Batterien. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit auskennt. Ich kann ja gleich ein bisschen erzählen. Warte. Dieser Knospe erstmal Level 28. So. Oh, Knopf vorbei ist auch daneben. Ja, das ist wohl korrekt. Dann haben wir hier noch jemanden. Das große Einkaufszentrum in Prespania City hat eine riesige Auswahl. Ja, dann wollen wir da doch mal hingehen. Ja, jedenfalls die dritte Generation, die Smaragd-Edition, die Rubin- und die Saphir-Edition sind ja die ersten, die mit eingebauten Events so richtig gespielt haben, die sich nicht nur... beziehungsweise die zweite hat das auch schon gemacht. Ein verschlafenes Pokémon ist in Prismania City aufgetaucht. Aber das war... Ich weiß tatsächlich nicht, wie sie das da gemacht haben. Aber in der richtigen dritten Generation, nicht im Remake der ersten, ist es eben so gewesen, dass dort diese eingebaute Batterie drin war, so eine Knopfzellenbatterie, die dieses Geschehen halt gesteuert hat. Alles, was da so zeitliche Abläufe waren. Und willkommen in Prismania City übrigens, Freunde. Ja, und diese interne Batterie, die lädt sich selber auf, wenn man spielt. Das ist...
sehr praktisch, wenn man viel spielt. Aber irgendwann kommt halt auch mal die Zeit, wo man weniger spielt. Wo man nicht nur weniger spielt, wo man auch dieses Spiel weniger anpackt, wenn man andere Spiele hat. Und ich bin ganz schön doof. Ich wollte da gerade schon was machen, um weiter erzählen zu können, aber habe davor was Wichtiges vergessen. Dementsprechend packt man dieses Spiel irgendwann nicht mehr an. Und dann geht diese Batterie alle. Und ist die einmal alle, kann man sie auch nicht mehr aufladen. Und selbst wenn man versuchen würde, das Modul aufzuschrauben, um diese Knopfzellenbatterie zu wechseln, funktioniert das nicht, weil da was drauf festgelötet ist. Und das sollte niemand machen, der ungeschult ist, also sollte ich das nicht machen. Dementsprechend ist meine Smaragd-Edition noch spielbar, aber alles, was so zeitlich funktioniert, wie Beeren, die wachsen, oder die zeitlichen Geheimbasis-Events und sowas, das funktioniert alles nicht mehr. Sehr, sehr schade. Ich behalte sie trotzdem, einfach, es war die erste Edition, die ich tatsächlich selbst besessen habe und nicht nur von meiner Schwester übernommen habe, aber Ich bin von Foxania City auf dem Radweg heraufgefahren. Die Pokéflöte weckt Pokémon mit einem Geräusch, das nur Pokémon hören können. Wenn ich ein Fahrrad hätte, dann würde ich den Radweg benutzen. Wir haben einen Radweg. Wir haben ein Fahrrad, wir können den Radweg benutzen. Hau ab, Alte, ich muss an das Ding. Alte, die will mich doch verarschen. Meins, ich muss ein Pokémon ablegen. Meine Güte. So, ein Pokémon ablegen. Ist egal, was wir gerade ablegen. Irgendwas. Auch nur kurz Platz, weil sonst wird uns das Pokémon nicht gegeben. So, dann benutze ich mal wieder das Fahrrad. Und renne erstmal hier durch die Stadt durch. Beziehungsweise radel. Halt dich aus dem Rockets Angelegenheiten heraus. Quappo ist mein bester Freund. Es entwickelte sich, als ich einem Quapuzzi einen Wasserstein gab. So, da haben wir noch ein Mädel und noch ein kleineres Mädel. Hallo. Ich habe Smogon auf der Zinnoberinsel gefangen. Es ist nett, doch wenn man es ärgert, atmet es Gift aus. Sehr nett. Die Spielhalle schadet dem Ruf unserer Stadt. Ja, das ist schade. So, zu der Oma kommen wir nicht. Mist, ich habe alles verspielt. Hätte ich doch meine Münzen rechtzeitig gegen einen Preis eingetauscht. Ja. Ja, das sollte man tun, wenn man Glücksspiel mag. Was starrst du mich so an? Hallo? Ja, lach mich ruhig aus. Ich bin pleite. Jetzt ist Schluss damit. Ich werde niemals wieder zocken. Hier, das kann ich jetzt nicht mehr gebrauchen. Ein Münzkorb. Psst, unter der Spielhalle befindet sich ein Keller. Mhm. Mann, der Mann da drüben am Tisch, der hat Haus und Hof verzockt. Meine Pokémon sind ziemlich schwach, deshalb gehe ich oft zur Drogerie. Um mir Drogen zu geben? Nett. Hallo. Hallo, wir machen gerade eine Pause. Na gut, dann bestelle ich mir halt nichts. Was gibt's denn hier so? Boss, wir haben gerade 2000 Pokémon als Preise versandt. Schenke dem Poster in der Spielhalle keine Beachtung. Dahinter ist kein versteckter Schalter. Okay, gut zu wissen. Oh, mit dem Spielautomaten verdienen wir uns eine goldene Nase. Was haben wir hier? Ach ja, das Anti-Pokémon-Haus. Dieser Urlaub war eine Idee meiner Schwester. Ich mache hier mit meinem Bruder und meinem Freund Urlaub. Prismania City ist ein wunderschöner Ort. In diesem Hotel sind keine Pokémon erlaubt. Tut mir leid. Warum nur mussten sie ihren Bruder mitnehmen? Gute Frage. Übrigens, in Pokémon Rot und Pokémon Blau ist hierfür das Asset eines normalen Pokécenters benutzt worden. Und in dem Sinne ist hier hinten, auch wenn es nicht da ist, hier in der gelben Edition wurde übrigens rausgenommen, ein versteckter PC, wo man dann seine Pokémon ablegen kann und Items aufsammeln kann. So, hier haben wir ein AP+. Und diesem AP+ würde ich auch gern so... AP+ würde ich auch gern direkt unserem Pikachu geben. Für seinen Donnerblitz. Genau. So. Da wollte ich eigentlich gar nicht drauf, aber guckt mal, was wir hier für schöne Orten haben. Und ja, die Spielzeit dürft ihr, wie gesagt, nicht ernst nehmen. Ich habe zwischendurch trainiert, ich habe zwischendurch das Spiel offen gelassen, habe mit dem Spulen hier und da vergeht so viel Zeit,
Das kann ich euch sagen. Also die Spielzeit ist kein wirklicher Garant dafür, wie lange wir gespielt haben. Aber naja, ist ja nicht das Problem. So, wir gucken hier nochmal rein. Ich hätte so gerne ein Porygon, aber ich habe kein Glück an den einarmigen Banditen. So, guck mal, ich kann mein Abra, Vulpix und Knuddeluff kaufen. Was gibt's hier? Sichlor, Pinsy und Porygon. Und hier TM 23, 15 und 50. Keine Ahnung, was das ist. Ich hatte heute eine Glückssträhne. Glückwunsch. Jo, in die Spielhalle daneben gehen wir später einmal. Heute werden wir nur noch, ja, zwei Gebäude erkunden. Und ich roll das Pferd mal von hinten auf. Ich zäume das Pferd von hinten auf. Warum sollte man das Pferd von hinten aufrollen? Warum rollt man Pferde überhaupt auf? Das ist doch die gute Frage, die man sich stellen sollte. Und ja, hier sind wir auf dem Dach, aber an der Stelle ist das komplett nutzlos, dass wir auf dem Dach sind. So, denn hier müssen wir nur mit den Kollegen reden. Naja, müssen nicht, aber wir können. Ich bin der Grafiker. Ich habe dies alles gezeichnet. Gefällt dir das Spiel? Ich habe das Spiel gestaltet. Auch wenn es sehr mühsam ist, den Pokédex zu erstellen, gib nicht auf. Zeig ihn mir, wenn er komplett ist. Ich bin der Programmierer. Die Geschichte stammt von mir. Ist Erika nicht süß? Aber Misty mag ich auch sehr gerne. Und nicht zu vergessen Sabrina. Ja, wir sind hier im Game Freak Büro, Game Freak Entwicklungsabteilung. Das ist die Abteilung, die dieses Spiel hier entwickelt hat. Also, fragt nicht. Haben sie einfach selber eingebaut hier in das Spiel. Was haben wir hier? Game Freak Konferenzraum. Ist da überhaupt jemand? Nö. Gut, gehen wir wieder. Und hier unten haben wir die Prismania Villa Manager Suite. Mit einem Pipi und zwei anderen Pokémon. Meine treuen Pokémon leisten mir Gesellschaft. Marzi bringt sogar Geld mit nach Hause. Oh, dein Pikachu-Sammler ist Prachtexemplar. Es scheint dich zu mögen. Ein Nidoran, ein Mauzi und ein Pipi oder ein Pummeluff. Ein Pipi. So, dann haben wir uns das von vorne angeguckt. Dann müssen wir das dann noch von hinten angucken. Das, was ich eigentlich direkt machen wollte, aber ja. Da hatte ich ja was vergessen, aber jetzt haben wir das erledigt. So, hier schön nach oben gehen. So. Hallo. Ich kenne jedes Detail der Pokémon-Welt in deinem Gameboy. Triff dich mit Freunden und tausche Pokémon. So, hier ein Infoblatt über TM. Es gibt insgesamt 50. Außerdem gibt es 5 VM, die mehrfach nutzbar sind. Silphco. Tipps für Trainer. Die Benutzung des Link-Kabels. Ja, brauchen wir nicht. Wenn man mit anderen Leuten zusammenspielen will, was mit dem Emulator eh nicht geht. Unmengen Pokémon-Bücher und ein Evoli für uns. Und nein, wir möchten Evoli keinen Spitznamen geben. So, guck mal, Freunde. Unser eigenes Evoli, jetzt haben wir auch eins. Jetzt sind wir nicht mehr auf das angewiesen, was Gary uns vor der Nase weggeschnappt hat. Ja, und jetzt gehen wir dahin über, dass wir ja noch ein Gebäude haben, abgesehen von der Arena und von der Spielhalle, aber die kommen dann in der nächsten Folge. Ich weiß nicht, ob schon beide in der nächsten Folge, aber auf jeden Fall irgendwie so Richtung nächste Folge. Ja, und ein Gebäude haben wir noch für diese Folge und das ist das große Einkaufszentrum von Prismania. Hallo! Willkommen im Einkaufszentrum von Prismania City. Auf der Tafel rechts findest du eine Übersicht. Das ist ganz großartig. Ich werde aber erst einmal nach ganz oben fahren. So. War das ganz oben? Wir sind gerade, ja, wahrscheinlich nach oben und wieder nach unten gefahren. Wir sind nämlich wieder im Erdgeschoss gelandet. So, hier einmal nach ganz oben fahren. Ich bin wegen der leistungsfördernden Mittel für Pokémon hier. Protein steigert die Angriffsstärke, Eisen stärkt die Abwehr. Habe ich denn noch irgendwas, was ich verkaufen muss? Nee, das sieht gut aus. Nur hier kannst du leistungsfördernde Mittel für deine Pokémon kaufen. Calcium steigert die Stärke von Spezialattacken. Carbon erhöht die Initiative. Ja, und später gibt es dann noch Zink ab der nächsten Generation, wenn es dann noch die Spezialverteidigung gibt. Ob du es glaubst oder nicht, meine Schwester ist ein Trainer, aber sie ist nicht kindisch. Sie ist noch kindisch. Ich werde noch ganz verrückt. So, ein Automat. Wir kaufen uns ein Tafelwasser. So.
Wir kaufen uns ein zweites Tafelwasser. Ja, wir kaufen uns ein Sprudel. Wir kaufen uns eine Limonade. Hallöchen. Ich bin durstig. Ich möchte was trinken. Gibst du dem Mädchen ein Getränk? Klar, hier. Welches Getränk möchtest du geben? Erstmal die Limonade. Cool. Limonade. Vielen Dank. Nimm bitte das hier. GM49 ist Triplette. Ja, und sie hat immer noch Durst. Deswegen geben wir ihr jetzt einen Sprudel. Und wir kriegen dafür GM48. Steinhagel. Mhm. Damit kann man Gegnern Angst einjagen. Und natürlich geben wir ihr auch noch ein Tafelwasser und dafür kriegen wir TM13. Eisstrahl. Oh ja, damit kann man manche Gegner einfrieren. Nicht nur das, sondern ich gucke erstmal, ob Sandame das hier vielleicht erlernen kann. Jau, das kann es. Sehr schön. Ja. Und Sandwirbel bitte weg. Oh yes. Sehr schön. Dann noch die TM13. Für unser wundervolles Schillock. Nicht Nidorino. Ja. Und zwar... Ja, Aquaknarre. Weg damit. Braucht keiner. Gut, hätten wir das auch erledigt. Haben noch ein Tafelwasser übrig. Das brauchen wir für was anderes. Und dann gehen wir hier jetzt auch wieder nach unten. Und sobald wir hier alles erforscht haben, sind wir auch schon fertig. Ich kaufe der Nachahmerin ein Geschenk. Ich kaufe ihr diese trendige Pokepuppe. Oh ja, davon müssen wir uns auch eine kaufen, weil ich euch damit was zeigen will. Ich habe einen Tipp bekommen. Du kannst vor Pokémon fliehen, wenn du sie mit einer Pokepuppe ablenkst. So. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Ja, kannst du. Erstmal möchte ich bitte eine Pokepuppe haben. Ja. Und dann, jetzt kommt die große Frage. In was entwickeln wir Evoli? Was wollen wir, dass Garys Evoli wird? Und ich bin ganz stark dafür, nicht nur weil Flamara mein Lieblings der ersten Evoli-Entwicklungen ist, nein, einfach aus der Tatsache hinaus, dass Gary sich dann einen Aquaner machen wird. Weil hier entscheidet sich tatsächlich, wenn man sein eigenes Evoli entwickelt, bevor man den nächsten Kampf gegen Gary ausfechtet, dann wird er das haben, was gegen dich gut ist. Also machst du ein Feuer, machst du dir Flamara, nimmt er Aquana. Machst du dir Aquana, nimmt er Blitzer, machst du dir Blitzer, auch wenn es nicht effektiv drauf ist, macht er sich Flamara. Deswegen, wir holen uns einen Feuerstein. Damit holt er sich dann ein Aquana und wir können dann ein wundervolles und überhaupt nicht unfaires Battle Pikachu gegen Aquana machen, wenn es soweit ist. So, Evoli erstmal entwickeln. Und heiliger, wir sind schon 28 Minuten dabei. Oh yes, unser eigenes Flamara. Sehr schön. Dann holen wir jetzt hier noch eine Attacke. Hallo, ich habe kürzlich Pokémon durchgespielt. Du bist noch nicht so weit? Na, vielleicht hilft dir das. Konter. Nein, hilft mir nicht. Jedes gefangene Pokémon erhält eine ID-Nummer und wird mit dem Namen des Originaltrainers OT registriert. Der OT ist der Trainer, der das Pokémon gefangen hat. Mhm. Cool, mein Kumpel tauscht sein Kangama gegen meinen Georock. Komm, Georock. Ich bin ein Georock-Sammler. Nanu, Georock hat sich zu einem anderen Pokémon entwickelt. Ja, ja, manche Pokémon entwickeln sich eben bei Tausch. Anhand ihrer ID-Nummer kannst du Pokémon, die du bei dem Tausch erhalten hast, identifizieren. Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht nochmal anreden. Wir haben einen straffen Zeitplan. Einen sehr straffen Zeitplan. Na, wir werden nicht unter die 30 Minuten bleiben. Aber die letzte Etage. Superschutz hält Pokémon auf Distanz. Es ist besser als normaler Schutz. Es hält nur länger. Vor längeren Ausflügen solltest du Beleber kaufen. Ja, haben wir. So. Normalerweise, wir hätten es wahrscheinlich geschafft, unter die 30 Minuten zu bleiben, aber ich verkaufe jetzt noch den hier. Genau.
So, weg damit. Weg mit dem Schmarren. Und dann gehen wir hier raus und ich verabschiede mich recht herzlich von euch und sag bis zur nächsten Folge. Tschüss!